Und ich denke mal, wir fahren weiter fort, wortwörtlich. So, ja. Was ist das denn bitte für ein... Oh, oh. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, oh. What the fuck? This is Ocean One. We can get that. Die Karre brennt. Okay. Wir sollten eingreifen. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen. Zu einer weiteren Folge LSPDFA. Wieso redet das Dispatch immer dazwischen? Ich kann nur haben wir es jetzt da? Darf ich jetzt mal? Ich meine, die können auch gerne das Let's Play weitermachen. Ich habe da nichts gegen, ne? Habe ich weniger zu tun. Könnt es gerne durchkommentieren. Okay. So, willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFA. Mit mir, dem Ratzler. Und, ja. Wir spielen jetzt ein bisschen Polizei. Hier am wunderschönen Pier. Ich habe das Auto mal, da liegt by the way eine Leiche. Die hat mich angepöbelt. Und daraufhin ist sie umgefallen. Das ist kein Witz. Die hat mich angepöbelt. Dann bin ich aber weitergelaufen, weil ich hier nach einer Position gesucht habe. Da habe ich by the way voll den krassen Bug gefunden. Und zwar ist hier voll die Texturpanne, Alter. Man kann hier voll durch die Welt gucken. Ist ja egal, auf jeden Fall. Hier, by the way, auch. Man kann hier komplett durchgucken. Ist voll bescheuert. Und dann ist der Typ einfach umgefallen. Ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich Herzinfarkt oder so, whatever. Der Realistik halber holen wir mal eben Corona. Und dann, machen wir aber wieder mit, unserem Alltag des Streifenpolizistens weiter. Hier steht die Karre. Natürlich schön mit den Lichtern an, damit die Polizei noch mehr blechen muss für eine neue Autobatterie. Aber das ist ja nicht unser Problem. Vielmehr unser Problem ist, wie wir jetzt hier raus... wie wir jetzt hier rauskommen. Guck mal, die Blitze sind so krass, die belichten den ganzen Strand. Es müssen auch irgendwie so Baustrahler sein, mit denen die Leiche ablichten. So. Komm hier irgendwie... Ja, hier ist die Pömpel da. Stiftpömpel. Stone Police Vehicle. Alles klar. Okay, warte, Stones. Wir kommen. Also, wir schneiden dem jetzt den Weg ab. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie... Ah! Bleiben Sie stehen. Oh Gott. Okay, wir holen Air und Local Patrol. Und dann hängen wir uns dran. Der kommt uns schon nicht. Ja, hier unsere Kollegen sind wieder eine super Hilfe. Ja, okay, jetzt hat er sich hier festgefahren. Raus! Raus! Raus, 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 raus. Bleib stehen, bleib stehen. Hallo, bleib stehen. Hallo. Komm, jetzt bleib stehen. Das macht doch keinen Sinn. Sie haben keine Chance. Komm. Wir haben eine nette Trainingshose an. So, eine hübsche Frisur haben sie auch. Im Gegensatz zu mir, denn ich habe gar keine. Was macht der denn? So, wir haben Prisoner Transport. Moment. So, wir haben mal kurz einen Stuhl ein bisschen nach vorne geschoben. Ah, nicht ganz so weit nach vorne. Lena hat mich gerade ein bisschen reingedrückt. So, wo sind jetzt hier unsere Kollegen? Stehen die da auf der anderen Seite oder was? Nee. Hey. Boah, wir haben die Karre aber ziemlich in die Mangel genommen, Alter. Wobei, der Typ ist auch behindert gefahren. Müssen wir aber ganz ehrlich mal, wir machen mal eben die Tür hier zu. Und lassen die Karre hier abschleppen. I want to know. Tow up, ja. So. So, sie kommen bitte mit zu den Kollegen, ja? Die genauso dumm sind wie sie selber, ja? Die fahren nämlich genauso irgendwo rein. So, das ist auch der Abschlepper. Hallo. Und ich denke mal. Ja. Und ich denke mal, wir fahren weiter fort, wortwörtlich. So, ja. Was ist das denn bitte für ein... Oh, oh. What the fuck?
What the fuck? What the fuck? What the... What the fuck? Was ist das für ein krasses Abschleppseil? Und wir rennen uns auch noch dazwischen ein. Ein Spaß für die ganze Familie. Attention Unit 1, Lincoln 18. Was we ist have das, a Alter? Bank heist in downtown Vinewood. Na, ich muss. Oh, oh. What the fuck? This is Ocean 1, we can get that. Die Karre brennt. Okay. Wir sollten eingreifen. Haben wir einen Feuerlöscher? Ja, haben wir. Komm. Wir löschen sie. Oh, ich brenne. Oh nein. Scheiße, das breitet sich ja aus. Oh. Und auch das Autowrack sollten wir löschen. Ah, jetzt brenne ich schon wieder. Scheiße. Achso, vielleicht sollten wir Corona holen. Scheiße, geht die Karre einfach in die Luft, ey. Ja, ich denke, für den ist jede Hilfe zu spät. Der steht direkt in der Explosion. Die Karre können wir, glaube ich, auch abschleppen jetzt endgültig erneut. Was für einem Land leben wir eigentlich? Es ist doch bekannt, dass zu viel auch nicht gut ist. Und ein zu großes Abschleppseil ist noch viel schlechter. Guck mal, jetzt wird der hier wenigstens hier drauf gebammt. So, Feuerwehr ist auch da, leider ein wenig zu spät. Der Reifen von dem Ding, ach, das ist jetzt ein Witz, oder? Oh Gott. Lösch das Ding schnell. Okay. Alter. Ah, was denn? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ey, ich hasse dieses Land. Wir können den Abschlepper abschleppen. Alter, das ist behindert. Machen wir noch die Tür zu, ja. Das macht zwar auch nicht viel besser, aber zumindest ist die Tür zu. Ah, nicht Ah, jetzt bleiben sie doch weg hier. Ich muss ja. So. Was passiert jetzt? Ich glaube, ich entferne mich von diesem. Auch wie. Ist auch schön, wie zuverlässig der Corona-Service ist. Ich glaube, wir reparieren jetzt einfach unsere Karre und fahren weiter. Das hat keinen Sinn. So, wir fahren hier außen rum um die Trümmerteile. Ist das behindert, Alter. So scheiße, das würde ich eigentlich links. Egal, wir halten mal so einen Motorradfahrer an. Bleiben Sie bitte stehen. Ich würde mal gerne Ihr Motorrad kontrollieren. Guten Tag. Wenn Sie abhauen, sind Sie tot, ne? Das wissen Sie hoffentlich. Immerhin haben Sie einen schönen Helm mit der Aufschrift Sprung. Ich frage mich, wie viel Ihnen die Firma dafür gegeben hat. Ich hätte jetzt trotzdem gerne mal Ihre ID. Danke. Don Vito. Alles klar. Don Vito. Don Vito, license is valid, no active warrants. Units reporting. Ja. Alles klar. Er möchte seinen Ausweis nicht wieder haben, dennoch bin ich gezwungen, ihm seinen Ausweis wieder zu geben. Das ist so ziemlich, das ist recht schnell unterwegs, Alter. Aber wir sind dran. Wir sind dran. Ah. Boah. Scheiße. Wie halten wir den jetzt an? Ich meine, wenn wir den jetzt hier. Warte, wir müssen mal hier mit dem Taser kommen. Das war ich nicht. Wir können ihn ja nicht wegtasern, da bringen wir ihn ja um. Sie haben noch nicht mal ein Verbrechen begangen. Wieso wollen sie denn flüchten? Steigen Sie ab, steigen Sie ab, steigen Sie ab. Weisen Sie ab. Alles klar, okay. Nein. Nicht gut, okay. Alles gut, alles wird gut.
Oh. Komm. Alles ist gut. So. Im Prisoner Transport, und dann kommen sie an einen besseren Ort. Zumindest für die, für den Start an einen besseren Ort. Hier führen wir einen Tow Truck. Das können sie sich dann für überteuertes, für einen überteuerten Preis abholen. Klingt das nicht gut? Dafür wissen sie, wie sich Handschellen anfühlen. So. Was ist mit denn los, Alter? Immer diese Schimpfwörter hier. Können wir nicht alle in Frieden leben? Guck mal, jetzt fahren sie doch einfach weiter. Guck mal, da kommt doch schon der illegale Autohändler und holt das Motorrad ab. Was wir dann nie wiedersehen werden, weil es ein illegaler Autohändler ist. Aber ansonsten ist doch alles gut. Guck mal, jetzt fahren wir hier chill dran vorbei und fahren fort. Und hier sind zwei Leute gestorben, aber die sind irgendwie despawned. Oder sie sind nicht gestorben. Wobei ich das bei den Geschwindigkeiten eher bezweifle. Da sind wir schon 11 Minuten in der Strandregion, Alter. Huch. Was ist das für eine geile Karre? Oh, guck mal, sie haben keinen Helm an. Vielleicht nochmal Motorradfahrer anhalten. So. Ah, oh, nee. Das zählt aber nicht. Jetzt einen Helm aufsetzen, das hätten sie sich früher überlegen müssen, ja? So, ich hätte mal gerne wieder ihre... Die, irgendwas ist da hinten da geschehen. Damien Williams. Alter, dieser Name, ey. Damien Williams. Mein Gott. Williams, oder? Ja, okay. Damien Williams, License Sword, no active variance. Das ist auch ein Witz. Alles klar. Dann halt nochmal. Eine Verstärkung für den Helikopter. Oh. Ich sollte echt mehr auf die Passanten achten. Jetzt haben wir ihn eh schon. Da vorne ist er. Ist nur gut, dass wir jetzt keinen Unfall machen. Und dann den kriegen wir auf jeden Fall. Ja, wobei, ja, wir haben Helikopter im Einsatz. Das klappt schon. Das klappt schon. Warum bleiben sie stehen? Sie gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmer. Boah, das ist aber schnell, ey. Vor allem kann der gut fahren. Oh, im Gegensatz zu mir. Scheiße. Egal, die Helikopter sind eh dran. Huch, das wollte ich gar nicht machen. Die Helikopter sind eh dran, also von dem her. Boah, Alter, das Handling. Okay. Bleiben sie stehen und nicht mit der Pistole, mit Elektroschocker. Ja, bringt eh nichts auf die Entfernung. Wir gehen mal raus. Das ist einfacher dann zu zielen. Ja, das ist ja zu weit weg. Toll. Aber wie viele Motorradfahrer hier auch unterwegs sind, ey. Habe ich was getroffen? Nö. Boah, aber der ist echt schnell unterwegs, ey. Ja, im Gegensatz zu uns. Kommt der nämlich auch mal an. Jetzt machen wir vorne ein bisschen was. Scheiße. Ja, der hat auch keine Chance, er ist umzingelt. Das so, komm, bleiben Sie stehen. Es hat keinen Sinn mehr. Komm. Okay. Ey. So. Auch für sie haben wir einen Prisoner Transport. Und dann klappt das schon. Den Schaden am Auto bezahlen sie, by the way, ne? Und hier die Reinigung. Für die Blutflecken hier. Und ihr Motorrad wird auch abgeschleppt. So. Nur weil sie keinen Helm getragen haben. Unglaublich. Okay, da wird geschossen. Wen wird da geschossen? Ich glaube, es hat sich erledigt. Okay, dann kümmern sich die Kollegen um den Fall. Wir fahren weiter und gucken, was der Alltag noch so für uns bereithält. So, zuallererst fahre ich hier hin und
Reparier die Karre. So. Und jetzt fahren wir mal und gucken, was es sonst noch so zu tun gibt hier in Los Santos. Der Stadt der Engel. Was keinen Sinn macht in dem Zusammenhang, aber ist halt so. Huch, jetzt habe ich, glaube ich. Nee, okay. Kein Schild umgefahren. Puh, zum Glück. Mein Menschen und alles ist ja in Ordnung, aber wenn ich ein Verkehrsschild umfahre, dann wird es teuer. Zumindest könnte man das so meinen, dass es in den USA so ist. Aber gut, wer weiß. So, haben wir irgendwie... Krieg mal was rein, hallo? Wir haben hier ein paar Millionen Menschen, die hier in Los Santos leben. Wir müssen jetzt aber schon mal was reinkriegen, hier einsetzen. Vor allem gerade hier in dieser Region, ja, wo alle irgendwie kriminell sind und Drogen schmuggeln und... Nicht nur schmuggeln, sondern konsumieren und an den Göttern und Vergöttern. Ja, zum Beispiel Stone Bus. Ich meine, wer möchte einen Bus klauen? Das gibt's auch nur in Los Angeles. Aber uns soll's rechts rein. Wir haben nämlich jetzt wieder Einsatz. Da vorne ist der um die Ecke. Was macht der mit einem Bus? So, kurz mal ab. Oh Gott, okay, das weiß ich nicht von der Abkürzung. Lass mich bitte durch. Danke. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Sonst kriegt man den da nicht mehr geschnappt. Da passen Sie auf. Okay. Aber der fährt so langsam. Der weiß, glaube ich, gar nicht, dass wir dem auf der Schliche sind. Oder er kann einfach nicht schneller fahren. Okay, jetzt drückt er auf die Tube. Ich würde sagen, wir zerschießen am besten die Reifen mit einem Elektroschocker. Scheiße. Natürlich in die Raddingsel getroffen. So, den haben wir. Den anderen Reifen noch. Beziehungsweise zuerst tun wir meinen Helikopter. Und noch ein bisschen Unterstützung. So. So, komm. Ja, jetzt schert er aber eh aus. Das ist ein Bus, der kann da überhaupt nicht mehr lenken. Steigen Sie aus. Ich möchte keine Gewalt anwenden. Beziehungsweise, warte mal. Oh. Nein. Ich möchte nur die Fenster zerschießen, keine Angst. Und jetzt holen wir den so raus. Natürlich schießen wir genau gegen das... Das ist kein Fenster kaputt. Oh Gott. Das ist ein verkackter Bus. Jetzt haben wir ihn. Es bringt bei dem Bus nichts. Oh oh. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich schon Gewalt anwenden. Nee, ich möchte... Noch nicht. Vielleicht gibt der Mann auf, aber wir sollten auf jeden Fall eine etwas stärkere... ein stärkeres Aufgebot der Polizei besorgen. Dann sollten wir die Reifen schießen. Okay, er biegt ein. Haben wir ihn jetzt? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja, wir haben ihn. Raus! Okay, perfekt. Perfekt. Alles easy. So easy, dass man sogar einen Bus rammen muss noch. So. All units, code 4. Jetzt sie fast erschossen, Herr Kollege, ja? Ich möchte aber nicht pushen. So, die machen wir zu. Oh Gott. Na, nicht am Bus kratzen. Oh Gott. Das ist bescheuert, was sie da machen. Sie beschädigen das Beweismittel. Aber ist okay. War ziemlich krass. Und wir haben einfach echt nur gegen diese Strebe hier geschossen. Das ist so behindert. Und glaub hinten auch nochmal rein, oder? Hier hinten? Nee. Na, immerhin nicht ganz so blamiert. Aber wir haben... Also ich hab... Es war ja ich, ne? Ich bin... Ihr seid ja nicht der... Raus. Ah. Lassen Sie bitte den Bus in Ruhe.
Alter, das ist doch ein Witz. Weichen Sie aus. Weichen Sie aus. Jetzt nehmen Sie die Hände hoch. Auf den Boden. So. Wieso klauen die Leute hier die Beweismittel? Ist das etwa ein Komplize? Okay, jetzt nehmen wir ganz schnell den Bus hier weg. So. Dass der Bus immer abgeschleppt wird, ey. Das ist ja schlimm, wie die Leute ihre Sachen klauen. Oh, hallo. So, und ich würde sagen, ich verabschiede mich mal irgendwo an der Stelle, wo ich mich verabschieden kann, ohne umgefahren zu werden. Vielleicht auf der anderen Seite. Ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von LSPDFA. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet oder bewertet das Video. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der weiteren Folge. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.